Siegen oder Fliegen lautet am heutigen Abend die Devise für die Cracks von HDD Tilia Olympia Ljubljana. Mit 3:0 führen die Überflieger vom EHC Liwest Blackwings Linz in der Serie und auch heute erwischen die Stahlstädter gleich den besseren Start. Sehr konzentriertes Angriffsspiel, Fehler bei den Drachen und so kommen die Linzer durch Gregor Baumgartner nach 6 Minuten und 31 Sekunden zur 1:0 Führung für Baumgartner im 50. Playoffspiel für die Blackwings, der 29. Treffer. Fliegender Wechsel in den zweiten Abschnitt, 25 Minuten gespielt und plötzlich steht es 1:1. Jamie Fraser nach idealem Zuspiel von John Hughes netzt das Ding eiskalt ein. Das Ganze in einer 5-3 Überzahlsituation für die Slowenen. Und die zeigen sich jetzt hellwach, die sehen, da ist heute was möglich. Das muss es auch. Die Slowenen brauchen heute den Sieg und dementsprechend aggressiv spielt man das 2:1 auch in einer Überzahlsituation durch Bostjan Golicic nach Assists von Sigur Pantsche und Brooke McBride für Golicic, der 6. Treffer. Ein wunderschöner und ein extrem wichtiger, das wissen auch die Fans in der Halle Tivoli. Linz muss jetzt kommen, wenn man die Serie schnellstmöglich beenden will. Und Franklin McDonald hier mit einer Chance. Doch der zuletzt vielgescholtene Mathieu Pinterich zeigt sich hellwach und kann die Chancen vereiteln. In der Zeitlupe nochmal schön zu sehen, dieser Distanzschuss und dieser Big Save auch von Mathieu Pinterich, fast im Stile eines Fußballgoalies. Wir springen in den letzten Spielabschnitt. Die Blackwings jetzt auch das energische Team. Olette auf einmal alleine vor Pinterich. Dann Riesenaufregung. Der Referee hinten zu sehen zeigt kein Tor. Doch was ist hier genau passiert? Schauen wir nochmal. Der Puck landet irgendwie vor dem Tor. Olette schaltet am schnellsten. Doch sein Schuss geht nur an die Stange. Riesenglück in dieser Situation für HDD Tilia Olympia Ljubljana. Da war Pinterich eigentlich schon geschlagen. Und die Schlussphase gehört auch weiterhin den Stahlstädtern. Da probiert man es aus allen Lagen, doch immer wieder zeigt sich der heute extrem starke Mathieu Pinterich von seiner besten Seite. Ein Big Save nach diesem Schuss von Brian Lebler. Und wieder eine extrem starke Glanztat vom Schlussmann der Slowenen. Der Titel Man of the Match sollte ihm heute sicher sein. Wir springen in die Schlussphase. Curtis Murphy noch einmal mit einem Distanzschuss. Doch an Pinterich führt heute kein Weg mehr vorbei. Ljubljana verkürzt in der Serie auf 1:3.